Ja, liebe Frau Dr. Stenkel, liebe Frau Dr. Ramm, vielen herzlichen Dank für die Einladung nach Schleswig-Holstein. Ich komme immer gerne in den Norden, bin auch ein bekennender Fan aller nordischen Pädagogik, der ich Schleswig-Holstein immer schon so ein bisschen zurechne, muss ich gestehen. Unser kleiner Sohn, der hat wirklich sehr unter der Pandemie und den Schulschließungen gelitten und wir hatten dann tatsächlich das Privileg, dass er ein Jahr an eine dänische Efterskole gehen konnte. In dem Jahr, als hier sogar noch Lockdown war, das zweite Jahr, und ich muss sagen, da wurde zum Beispiel jeden Tag gesungen. Das fand er am Anfang ganz merkwürdig und fand es am Ende ganz toll. ja, es hat ihn wirklich ein bisschen gerettet, muss man sagen, also diese dänische Pädagogik. Also insofern kann ich Ihnen auch nur gratulieren, dass Sie Teil des Nordischen sind. Ich nehme es zumindest so wahr aus der südwestdeutschen Perspektive, dass die Schleswig-Holstein-Pädagogik doch auch sehr stark geprägt ist von diesem nordischen Blick auf das Kind und auf die Pädagogik. Genau, da bin ich schon mitten im Thema. Es geht nämlich um Lernerfolg und Persönlichkeitsentwicklung für alle Kinder und Jugendlichen durch Adaptivität und durch adaptives Fördern und Fordern in zeitgemäßen Lernsettings. Und ich habe Ihnen diese Grafik mitgebracht. Ich habe ja unter anderem Geschichte studiert und da interessiert man sich immer für historische Erklärungsmodelle auch. Und das ist eins von Claudia Golden und Lawrence Katz. Claudia Golden hat ja im Oktober vergangenen Jahres als erste Frau den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen für ihre Forschung zum Zusammenhang zwischen Bildung und wirtschaftlichem Erfolg auch von Nationen. Und in dieser Grafik aus dem Buch Das Rennen zwischen Technologie und Bildung beschreibt sie, dass es schon mal so eine Situation gegeben hat im 19. Jahrhundert, nämlich mit der Industrialisierung, als die Menschen vom Land in die Städte zogen auf der Suche nach dem besseren Leben und die städtische Bildungsinfrastruktur massiv an ihre Grenzen kam und eben einfach auch nicht mehr hinterherkam. Die Daten beziehen sich auf die USA, aber in Europa war das auch nicht anders letztlich. Und dann schreiben die hier, es gab eben diese sozialen Verwerfungen, also diese Gap zwischen dem, was das Bildungssystem geleistet hat und dem, was eigentlich wirtschaftspolitisch sozusagen erforderlich gewesen wäre an Bildung. Und so ähnlich ist es heute, sagen sie. Wir haben wieder diesen rasanten technologischen Fortschritt, natürlich jetzt nicht mehr nur noch der Computer und die Robotik, sondern jetzt auch die künstliche Intelligenz. Und gleichzeitig kommen die Bildungssysteme letztlich nicht hinterher und wir verlieren wieder zu viele Menschen. Und sie argumentieren hier auch, dass inkrementelle Veränderungen gar nicht mehr ausreichen, sondern dass wir transformationale Veränderungen brauchen werden. Ich habe zwei Zitate mitgebracht von 23, über die ich gestolpert bin. Jan-Martin Werder im Tagesspiegel im Januar 23, wo er schreibt, verlorene Chancen, 630.000 junge Menschen in Deutschland machen weder eine Ausbildung noch arbeiten sie. Und dann bin ich über die gleiche Zahl komischerweise in einem anderen Kontext und mit einer anderen Bedeutung gestoßen, nämlich bei Tagesschau am 16. April 23, Fachkräftemangel auf Rekordniveau. Und es handelt sich ja um einen unterschiedlichen Sachverhalt, deswegen bin ich drüber gestolpert, dass die Zahl identisch ist. Das konnte ich mir bis heute nicht erklären, aber vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang. Zumindest ist es eine Form der kognitiven Aktivierung, darüber nachzudenken, wie der Zusammenhang eigentlich sein könnte zwischen einerseits den Menschen, die keine Ausbildung machen, und den fehlenden Fachkräften. Ja, und dann war ich ja mit Ihrer Ministerin, Frau Prien, eine Woche in Kanada über die Wirbenstiftung im Oktober vergangenen Jahres, hatte ich mitorganisiert, weil ich viele Kontakte in Kanada habe. Und dort haben wir immer wieder zwei Sätze gehört, die ich Ihnen hier übersetzt mitgebracht habe. Hope is not a strategy und failure is not an option. Ja, da muss man erstmal nachdenken. Hoffnung ist keine Strategie. Also, dass es besser wird, zu hoffen, dass es besser wird, ist keine Strategie, sondern Strategie erfordert kohärentes strategisches Handeln, wie wir wissen. Und Scheitern von Schülerinnen und Schülern ist keine Option. Das heißt, wir können nicht wie früher sagen, na ja, gut, dann schafft sie halt den Schulabschluss nicht, dann ist es halt eben so. Es ist gar keine Option, dass Schülerinnen und Schüler scheitern, sondern wir müssen die Bildungssysteme so aufstellen, dass sie eben nicht scheitern. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir stehen. Schule 2030 braucht ein Bildungskonzept für unsere Zeit. Und die Schule im Jahr 2030 wird natürlich sich stärker
datenbasiert an strategischen Zielen ausrichten. Und ich bin ja ein großer und bekennender Fan dieses kanadischen Zielkonzeptes, was übrigens Australien auch übernommen hat, dass man nämlich sagt, Schülerinnen und Schüler müssen Erfolg haben dürfen. Und Erfolg sieht für jedes Kind anders aus, denn Erfolg findet immer in unserer Zone der nächsten Entwicklung statt. Wir können nur in unserer Zone der nächsten Entwicklung erfolgreich sein. Es muss ein gerechtes Schulsystem sein, das stärker soziale Herkunft und Bildungserfolg entkoppelt, als es bisher der Fall ist. Und wir brauchen auch die Perspektive auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Denn nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch die multiplen Krisen unserer Zeit sind Kinder und Jugendliche in massiver Weise herausgefordert. Und wir haben es ja auch aktuell in Deutschland mit der Situation zu tun, dass das Glücksempfinden der Gesamtbevölkerung höher ist als das von Kindern und Jugendlichen. Das zeigen die Daten zum ersten Mal seit langer Zeit. Und das sollte uns etwas verstören, denke ich. Und auch das Thema Wohlbefinden, auch datenbasiert, endlich in den Dreiklang der Ziele unseres Schulsystems mit aufnehmen. Ich glaube, den Fachkräftemangel lösen wir am ehesten darüber, dass wir die Lehrkräfteprofession wieder als ethische Profession aufstellen, vergleichbar mit den Medizinerinnen und Medizinern. Mir gefällt sehr die Idee von Michael Fullen, vom moralischen Imperativ zu sprechen und auch das Ethos der Profession der Lehrkräfte nochmal gesellschaftspolitisch auch deutlich zu kommunizieren. Ich glaube auch, dass dadurch die Attraktivität des Berufes steigt, mehr als durch alle anderen Maßnahmen, dass der Beruf einfach einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Beruf in der Gesellschaft ist, der uns nämlich in die Zukunft führt. Und auch darüber können wir junge Menschen gewinnen, denn die sind auf der Suche nach Sinnhaftigkeit. Das kann ich Ihnen bestätigen, weil ich jeden Tag an der Universität mit jungen Menschen zu tun habe und sie suchen sinnhafte Tätigkeiten. Das heißt, die Sinnhaftigkeit dieses Berufes noch mal stärker herauszustellen, dass man eben dort dazu beitragen kann, Kindern und Jugendlichen ihr Recht auf ökonomische, politische, soziale und kulturelle Teilhabe an der Gesellschaft wirklich zu ermöglichen. Das ist das Ethos dieses Berufes und damit ist er genauso wichtig wie der Beruf von Ärztinnen und Ärzten, die Leben retten. Und eine weitere Vorbemerkung sei mir erlaubt. Wir bewegen uns vom additiven zum co-konstruktiven Paradigma in der Schulentwicklung und alles, was ich jetzt danach an konkreten Beispielen vorschlagen werde, funktioniert nur im co-konstruktiven Paradigma. Also wir können nicht mehr Schule additiv denken, im Sinne von jeder gibt was rein und geht dann wieder nach Hause, sondern Schule ist ein co-konstruktives Unterfangen. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass nicht nur die Zusammenarbeit von Lehrkräften und multiprofessionellen Kräften die Co-Konstruktion ausmacht, sondern zum Beispiel auch die Zusammenarbeit zwischen Schulaufsicht, Schulleitungen und Schulträgern auf kommunaler Ebene, die in Deutschland bisher noch nicht so gut funktioniert, auch im internationalen Vergleich. Ja, im ersten Teil möchte ich über Erfolg und Gerechtigkeit durch Adaptivität sprechen und Sie kennen dieses Bild, ich glaube in Schleswig-Holstein ist es im Umlauf, weil ich wurde gefragt, ob es verwendet werden darf und ich habe gesagt, ja klar, gerne. Das ist ursprünglich ein Bild aus Kanada, für das es keine Urheberin oder Urheber gibt. Das ist so weit verbreitet, dieses Bild. Wir haben es aber geändert. Unsere Grafikerin, die auch Pädagogik studiert hat, hat gesagt, das Fußballfeld im Hintergrund passt ja nicht, weil es geht ja nicht um Mitspielen, es geht ja um Teilhaben an Gesellschaft. Und wenn es um Teilhaben geht, dann machen wir doch einen Spielplatz aus dem Ganzen, weil es geht ja darum, über den Zaun klettern zu können, um dann auch wirklich mitspielen, mitmachen zu können an Gesellschaft. Also es geht um diese ökonomische, politische, soziale und kulturelle Teilhabefähigkeit. Und der paradigmatische Wandel, den wir gerade durchlaufen in Deutschland, das ist der von Gleichbehandlung zu Chancengerechtigkeit. Im Englischen sagt man von Equality zu Equity. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe der englischen Sprache, die ganz ähnlich klingen, weil Equity klingt so ähnlich wie Equality. Es gibt aber einen großen Unterschied. Ja? Sie sehen das links, man stellt allen Kindern die gleiche Kiste unter die Füße mit dem Effekt, dass einige locker über den Zaun gucken und auch klettern können und andere immer noch mit dem Kopf vor der Wand stehen. Das ist eben das Gegenteil von Adaptivität. Und rechts
setzt sich das Ziel sozusagen, setzt sich das System Ziele, zum Beispiel, dass alle Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards erreichen, wie der Name Mindeststandards ja auch schon sagt. Wir müssen sie ja nicht Mindeststandards nennen, wenn sie keine Mindeststandards sind, also operativ gesehen. Das heißt, wenn wir uns das Ziel setzen, dass alle Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards erreichen, dann geht es nur über Adaptivität. Es geht nur darüber, dass wir eben die Hilfestellungen so anpassen, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen eben diesen Schritt auch erreichen können. Und Sie sehen hier die unterschiedlichen Leiterstufen, manche größere Leiterstufen, manche kleinere, engere Leiterstufen. Und das war für uns auch, glaube ich, eine der eindrucksvollsten Erfahrungen jetzt wieder in Kanada. Und ich habe Ihnen mein bestes, nicht mein schönstes Bild. Mein schönstes Bild sind natürlich irgendwelche Bergszenen in Canmore, wo wir auch waren. Wir waren ja erst im hässlicheren Teil, da wo es flach ist. Da sind dann alle immer so, oh, das ist Kanada, haben wir uns ganz anders vorgestellt. Aber dann waren wir auch in den Bergen, da kommt mein schönstes Bild her. Aber das ist mein bestes Bild, ja, weil das war für mich das Bild, was mir am meisten nochmal gezeigt hat, wie dort eigentlich pädagogisch gearbeitet wird und mit welcher Präzision vor allem pädagogisch gearbeitet wird. Das ist nicht unbedingt selbsterklärend, deswegen erkläre ich es Ihnen jetzt kurz. Das ist hier an einer Grundschule in Edmonton, die sehr viele Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsbiografie hat, auch viele geflüchtete Kinder, unter anderem aus Afghanistan an dieser Schule. Und die haben hier Lernbänder. Ich weiß, das gibt es hier auch schon an einigen Schulen. Die haben hier ein wöchentliches Mathematik-Lernband und ein wöchentliches Englisch-Lernband. Die Lernbänder sind jahrgangsgemischt oder jahrgangsübergreifend und die Aufteilung der Schülerinnen und Schüler erfolgt wöchentlich nach dem Prinzip des flexiblen Gruppierens. Also Flexible Grouping ist der englische Fachbegriff, falls Sie Literatur dazu suchen möchten. Und das Ganze sieht so aus, dass getestet wird mit digitalen Screening-Verfahren. Wir haben dort eine Vielzahl an digitalen Screening-Verfahren gesehen, auch die sogenannten 3-Minuten-Screenings, die wir, glaube ich, noch nicht haben in Deutschland, wo man innerhalb von 3 Minuten den Lernstand erfassen kann mithilfe von Screenings. Das Gros dieser Screenings ist digital gestützt mittlerweile, sodass die Auswertung nicht mehr durch die Lehrkräfte erfolgen muss und dadurch sehr viel Zeit spart, sondern flexibel eben vor Ort durchgeführt werden kann. Und dann werden eben die Kinder in passgenaue Fördergruppen aufgeteilt. Und hier sieht man das für Mathematik. Und für mich war das hochspannend, das zu sehen. Hier sieht man zum Beispiel im Raum 20, das ist ganz oben die Spalte, die Zeile, da ist die Jessica Heinz und sie ist im Raum 20 mit 4 Kindern, 2 Kinder aus der 1. Klasse und 2 Kinder aus der 2. Klasse, da stehen auch die Namen der Kinder drin. Und die arbeiten am Mengenkonzept, und zwar der Unterschied zwischen kleineren und größeren Mengen im Zehnerraum. Es geht hier noch nicht um Zählen und es geht hier auch noch nicht um Rechnen. Für mich als Nicht-Mathe-Didaktikerin und jemand, der mit Mathe nicht gerade auf Kriegsfuß, aber es war nicht mein Lieblingsfach, sagen wir es mal so, gestanden hat, war es interessant zu sehen, dass es offenbar Kinder gibt an dieser kanadischen Schule, die in der 2. Klasse den Unterschied noch nicht verstanden haben zwischen kleineren und größeren Mengen, wo wir noch gar nicht über Zahlen sprechen, sondern einfach nur über den Unterschied zwischen 2 Bälle liegen auf dem Tisch und 5 Bälle liegen auf dem Tisch. Und das eine ist die kleinere Menge und das andere ist die größere Menge. Da würde ich jetzt denken, dass meine Kinder das so im Alter von 3 bis 4 Jahren vielleicht verstanden haben, wie auch immer sie es verstanden haben, ich weiß es nicht, aber wir haben auch immer viel Gabeln und Messer gezählt beim Tischdecken und solche Dinge, was man halt so macht, wenn man seine Kinder halt mit auf die Reise nimmt. Genau, hier wurde eben anhand des Diagnoseverfahrens digital gestützt ermittelt, dass diese Kinder den Unterschied noch nicht verstanden haben und deswegen gar nicht in der Lage sind, im Zehnerraum eigentlich Zählen und Rechnen zu lernen, weil ihnen die unterste Leiterstufe fehlt. Und so geht das eben weiter. Das ist ein sehr passgenaues Fördern. Man sieht hier auch, dass es dann um Zählen geht im Zehnerraum. Dann geht es auch schon um Rechnen. Dann geht es um Rechnen mit Geld, also auch mit ungeraden Beträgen. Und hier sieht man auch, dass in der Turnhalle Matt und Joe Mathe-Spiele machen. Wir waren nicht in dieser Turnhalle, aber ich gehe davon aus,
dass das eben Kinder sind, die die Mindeststandards bereits erreicht haben und deswegen anders beschäftigt werden in dieser, in diesem Lernband. Dahinter verbirgt sich RTI. RTI ist ja ein uraltes Konzept, das in Deutschland eine unglückliche Geschichte hat, die es dringend mal lohnen würde, aufzuarbeiten aus meiner Sicht. Also da steckt mindestens eine Habilitation drin, das mal historisch aufzuarbeiten, diese RTI-Geschichte. Ich werde die jetzt hier auch nicht aufarbeiten. Ich kann Ihnen nur sagen, RTI wurde falsch verstanden aus meiner Sicht in Deutschland, wurde teilweise euphorisch begrüßt und teilweise dogmatisch abgelehnt. Aber auch dadurch, dass es aus meiner Sicht eben auch falsch umgesetzt wurde. RTI ist mir aber in allen Schulsystemen begegnet, die ich besuchen konnte und die in Pisa über uns liegen, also in allen, und zwar immer total beiläufig. Das war das Interessante an der Geschichte. Manchmal kommt man ja in innovative Schulen und Schulsysteme und dann sagen die, ah, wir machen jetzt Deeper Learning oder wir machen jetzt eben hier hochinnovative Sachen. Aber mit RTI war das nicht so. Das war immer total beiläufig so. Hier sind übrigens noch Räume für RTI oder die Frau Müller und die Frau Schmidt, die machen hier RTI. Das war immer so im Nebensatz. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so Moment, komisch. Finnland macht RTI, Estland macht RTI, Kanada macht RTI, Singapur macht RTI. Und alle tun gar nicht so, als sei es was Besonderes, sondern man macht es einfach. Und dann habe ich irgendwie gesehen, dass es bei Hattie total hohe Effektstärken hat und dachte, ich muss mich mal damit beschäftigen. Also RTI heißt einfach, sie haben diesen normalen Klassenunterricht, das ist diese rote Ebene, da findet der Unterricht statt und da beobachten die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler, ob sie Lernschwierigkeiten haben und adaptieren nach Möglichkeit, also so wie sie das schaffen, also wie man es halt schafft, im normalen Unterricht zu adaptieren. Es ist ja eine große, große Herausforderung, das weiß jeder, der unterrichtet hat, wie schwierig das ist, der Heterogenität alleine gerecht zu werden in einer Klasse von 25 oder 30 Kindern oder Jugendlichen. Die zweite Ebene, Tier 2 bei RTI, ist die Ebene, wo man eine zusätzliche oder eben auch im Lernband organisierte passgenaue Förderung in Kleingruppen anbietet, wo eben Schülerinnen und Schüler in ihrer Zone der nächsten Entwicklung sehr passgenau und präzise genau das lernen können, was jetzt gerade ansteht. Also diese Leiterstufe, die ihnen jetzt gerade fehlt. Und das kann auch schon am Anfang des Schuljahres sein und das ist es bei RTI auch. Deswegen werden die Lernausgangserhebungen diagnostisch in Kanada am Anfang des Schuljahres gemacht. Ich habe immer mich gefragt, warum machen wir denn Vera im Mai? Also im Mai ist doch alles gelaufen, was kann man denn da noch machen? In Kanada wird innerhalb der ersten 4 Wochen des Schuljahres der Lernstand von jedem Kind erhoben und dann greifen die Fördermaßnahmen, damit das ganze Schuljahr vor einem liegt und man ein ganzes Jahr Zeit hat, die Kinder mit auf die Reise zu nehmen. Und Tier 3, das ist diese spezialisierte Hilfe, das kann eine Mathehilfe sein, das kann eine Deutschhilfe sein, das kann eine sonderpädagogische Förderung sein, das kann auch eine Traumatherapie sein auf Tier 3, wenn man feststellt, das Kind kann gar nicht lernen, weil es erstmal eine Traumaintervention braucht. Das wäre Tier 3. Und mein Punkt ist, dass wir im Tier-2-Bereich chronisch schwach aufgestellt sind in Deutschland. Das sind genau diese 20% Schülerinnen und Schüler, die wir verlieren, weil sie die Mindeststandards nicht erreichen können. Aber wir haben gar kein strukturelles, wir haben gar keine strukturelle Antwort auf dieses Problem, wohingegen Kanada das eben sehr systematisch macht, Tier-2. Das ist strukturell absolut angelegt dort in den Schulen und das findet die ganze Zeit statt, und zwar ab der 3. oder 4. Woche im Schuljahr, wenn man diese Diagnoseergebnisse alle vorliegen hat, weil da weiß man schon, was die Kinder sozusagen nicht verstanden haben und wo es dann hakt und wo die 3 untersten Leiterstufen fehlen und man plötzlich 4 Leiterstufen hochklettern soll. Letztens sagte eine Lehramtsstudentin von mir, sie war an der Schule, da war ein aus der Ukraine geflüchtetes Mädchen. Sie sagt, die weiß noch nicht mal, wie man in der deutschen Sprache einen Satz bildet und die soll Fabeln schreiben. Frau Slivka, wie soll denn das gehen? Wie soll die denn eine Fabel schreiben? Habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht, wie das gehen soll. Also das ist nicht die Leiterstufe, glaube ich, die aktuell gerade ansteht, eine Fabel zu schreiben. Genau, und hier sieht man auch, wie das gemacht wird, nämlich hier oben sieht man halt diese Screening-Daten, das ist auch wieder ein Foto aus der Bannerman-Schule, Our Intervention Data, das sind hier 2 Screening, digital gestützte Screening-Verfahren, Empower Comprehension und Empower Decoding heißen die,
Und dort sind die Ergebnisse dann für jedes einzelne Kind. Und es wird eben sehr, sehr präzise und sehr passgenau gefördert. Manche Schulen gehen sehr weit. Das ist eine andere Schule von einer Doktorandin aus Kanada, ist, die da Schulleiterin ist in Calgary. Das Bild hat eine Studentin von mir ins Deutsche übertragen. Deswegen sind die Namen alle deutsch. Wir haben es quasi eingedeutscht. Genau, das kommt aber aus einer Schule in Calgary, die hat 70% Einwanderer der ersten Generation. Also 70% der Kinder sind nicht in Kanada geboren an dieser Schule. Das ist der Nordosten von Calgary, da sind neue Stadtteile, die kommen überwiegend aus Pakistan, Bangladesch, Afghanistan, also aus Südasien kann man sagen, wohnen da Einwanderer. Und Sie sehen hier, wie dort gearbeitet wird. Und ich will nicht vorschlagen, dass man so radikal Schule umstellt, aber das Ganze ist für mich ein Beispiel für eine Rochade, die in Kanada stattgefunden hat. Und die Rochade heißt Daten gegen Freiheit. Das heißt, die Daten der Schulen stehen dem Schulsystem zur Verfügung. Das Schulsystem sieht die Daten der Einzelschulen. Die einzelne Lehrkraft kennt immer ihre eigenen Daten, die Schulleitung kennt die Daten ihrer Schule, aber nicht die der Nachbarschule. Das ist über Zugriffsrechte geregelt. Die Schulaufsicht kennt die Daten aller Schulen in ihrem Bezirk, aber nicht die der Schulaufsicht anderer Bezirke. Und das Ministerium hat Einblick in sämtliche Schuldaten und kann deswegen Muster und Analysen auch über das ganze Bundesland machen. Und die Rochade Daten gegen Freiheit funktioniert so: Die Schulen geben ihre Daten her und dürfen im Gegenzug extrem viel selbst entscheiden. Das heißt, die können entscheiden, wann Förderbänder stattfinden, wie lange die stattfinden. Das können Schulen alles vor Ort selbst entscheiden, ja, dort. Das ist das, was Andreas Schleicher, glaube ich, gemeint hat, als er sich aus meiner Sicht etwas unglücklich zu der Art und Weise geäußert hat, wie Lehrkräfte in Deutschland arbeiten. Ich glaube, das ist das, was er gemeint hat. Und da stelle ich jetzt mal, dass nämlich mehr an Schulen entschieden werden kann in anderen Ländern. Die Schulen können mehr vor Ort selbst entscheiden in Abhängigkeit von den Daten. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein hoher Anteil an Schülerinnen und Schülern nicht flüssig lesen kann, dann kann die Schule auch die Deputatstundentafel verändern in Kanada. Das heißt, sie muss sich auch nicht mehr an die Deputatstundentafel halten, sondern kann das auch ändern. Und so kommt es zustande, dass Sie hier an dieser Schule, Sie sehen es von Montag bis Donnerstag, von 8:45 Uhr bis 10:15 Uhr, 8 Unterrichtsstunden werden das ja umgerechnet, Englischunterricht haben. Also das wäre so wie 8 Stunden Deutsch in der Woche. Damit fängt der Tag an, von Montag bis Donnerstag. Dort wird sehr flexibel gruppiert, und zwar im Team, was Sie oben drüber sehen, nämlich 3 Lehrkräfte aus der 5. Klasse, 3 Lehrkräfte aus der 6. Klasse und 2 zusätzliche Förderkräfte. Die machen flexibles Gruppieren im Lernband. Dort wird mal nach Readiness to Learn gruppiert, das ist Lernstand bzw. Zone der nächsten Entwicklung, kleinere Gruppen und größere Gruppen. Je mehr Förderung die Kinder brauchen, desto kleiner sind die Gruppen. Das heißt, sie sehen sehr unterschiedliche Gruppengrößen dort. Und es gibt recht viel direkte Instruktion, gefolgt von Übungsphasen, die von Lehrkräften dann eben beaufsichtigt und auch gestützt werden. Was aber an dem kanadischen Modell für mich besonders faszinierend ist, ist, wie flexible Grouping ist. Und das ist ganz schwer zu verstehen vom Mindset. Weil ich hatte eine kanadische Kollegin da, die war an Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg und hat versucht, das zu erklären. Und es ist ganz schwer zu verstehen, weil die Kanadier super flexibel sind. Also Sie müssen sich das so vorstellen: Die haben jetzt die Diagnoseergebnisse. Im September fangen die an, so zu arbeiten mit Flexible Grouping in diesen Lernbändern. Die Schülerinnen und Schüler können die Gruppen von Woche zu Woche wechseln. Wenn die Samira kommt und die macht schnelle Lernfortschritte, dann kann die sehr, sehr schnell sozusagen durch diese flexiblen Gruppen durchwandern. Das ist ein hochadaptives und flexibles Vorgehen. Das geht aber so weit, dass die dann im November sagen, dann sitzen die im Team zusammen. Sie sehen hier, die haben freitags, mittags ein Teammeeting, darf man in Deutschland gar nicht vorschlagen. Tut mir jetzt schon weh, dass ja, damit endet da die Woche. Sie müssen es aber auch nicht freitags machen. Hauptsache, es gibt ein Teammeeting. Genau. Freitags morgens übrigens Projekttag, also da können die Schülerinnen und Schüler immer für 12 Wochen sich in Projekte einwählen, wo sie eine große Auswahl an Projekten eben angeboten bekommen.
Genau. Was ich sagen wollte, die Lehrkräfte sitzen dann im November zusammen, Ende November, und dann sagen die, ach, ist ja nur noch 4 Wochen bis Weihnachten, und die Kids, die haben ja so hart gearbeitet an ihren Literacy- und Numeracy-Sachen, also Mathe, Deutsch wäre es bei uns, wir gruppieren die jetzt nach Interesse. Wir fragen jetzt alle Kinder, was sie interessiert, ne? Und dann fragen sie mal irgendwie Jungs, ich habe 2 Söhne, deswegen kenne ich die Jungs-Themen, Jungs in der 6. Klasse, was die interessiert, dann kommt halt Minecraft. Ne? Da würden wir sagen, um Gottes Willen, Minecraft ist ja kein Schulstoff. Ja? Da sagen aber die kanadischen Kollegen, nee, super, Minecraft ist doch ein voll gutes Thema. Wenn das hier so viele interessiert, machen wir das. Dann bilden die Gruppen plötzlich nach Interesse der Kinder und nicht mehr nach Lernstand. Und dann haben sie halt eine Gruppe Minecraft, dann muss die jemand übernehmen. Jetzt geht es aber gar nicht um Minecraft. Natürlich, es geht vordergründig um Minecraft. Es geht eigentlich um Lesen und Schreiben zum Thema Minecraft. Das heißt, wir machen eine Minecraft-Internetzeitung oder wir nehmen Videos auf, wo wir Minecraft erklären, ja? Oder wir interviewen Leute bei der Fußballgruppe. Wir gehen und interviewen den Fußballcoach und schreiben das Interview zusammen und machen eine Zeitschrift draus. Ja? Also so flexibel und so kreativ ist Flexible Grouping. Und das zu verstehen ist richtig schwierig. Also finde ich auch für mich richtig schwierig, wie flexibel das Flexible ist. Ja. Ja, flexible ist richtig flexible. Ja, genau. Wir haben aus dem kanadischen Modell so eine adaptive Kernroutine gemacht, wo wir einfach auch mal ein anderes Vorgehen für Deutschland vorschlagen wollten, nämlich, dass man die Lernausgangserhebung am Anfang des Schuljahres macht und nicht erst irgendwie später, dass das Team an der Schule die Daten analysiert, dass es ein verbindliches Elterngespräch schon am Anfang des Schuljahres gibt. Das habe ich auch in Australien gesehen, mit einem visualisierten Informationsblatt innerhalb der ersten 4 Wochen, dass die Eltern sozusagen am Anfang des Schuljahres schon mit ins Boot genommen werden und nicht erst nach den Halbjahreszeugnissen, dass dann eine Förderplanung im Team stattfindet und sowas wie Flexible Grouping und auch der Switch konsequent zur kriterialen und zur individuellen Bezugsnorm. Also kein Vergleich der Kinder mehr untereinander, sondern der Vergleich mit den Bildungsstandards. Das Interessante für uns in Kanada war, an den Grundschulen zu sehen, dass es gar keine Klassenarbeiten mehr gibt, die kollektiv zurückgegeben werden, sondern die ganze Diagnostik verläuft im Hintergrund. Das heißt, es ist eine verdeckte Diagnostik, die läuft im Hintergrund ab. Die Lehrkräfte kennen genau den Lernstand aller Kinder, aber den Kindern wird nicht der Lernstand auf den Tisch gelegt und sagt, guck mal hier, du hast jetzt eine 4 in Deutsch. Das findet gar nicht statt, sondern das ist im Prinzip, hat die Diagnostik die Funktion, die Lernintervention möglichst passgenau zu planen. Dazu gibt es diese regelmäßigen digital gestützten Diagnostikverfahren zur Früherkennung von Lernrückständen und zur gezielten Förderung von Kindern in ihrer Zone der nächsten Entwicklung. Und womit auch viel gearbeitet wird mittlerweile, sind sogenannte Learning Progressions, also Lernprogressionen. Wenn Sie so wollen, dann ist das das Leiterstufenmodell. Das heißt nämlich, dass man die Leiterstufen eben ausformuliert und sie in die richtige Reihenfolge bringt. Mir fehlt die fachdidaktische Expertise, um wirklich sagen zu können, wie einfach das ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie einfach das ist, Learning Progressions für Mathe oder für Deutsch aufzustellen. Ich weiß nur von den Forscherinnen und Forschern, die dazu arbeiten in Deutschland, dass natürlich Mathematik und Deutsch hochkumulativ sind. Das heißt, wenn Ihnen die ersten 7 Leiterstufen fehlen, dann wird es richtig, richtig schwierig. Und dann wird es vor allem mit Schulabschlüssen irgendwann richtig schwierig. Das heißt, die Wurzeln dafür, dass bei uns Schülerinnen und Schüler keine Schulabschlüsse machen im Alter von 15, 16 Jahren, die legen wir schon viel früher, indem wir ihnen die Leiterstufen nicht geben, die sie hochklettern. Oder indem wir eben erwarten, dass sie Fabeln schreiben sollen, wenn sie eigentlich gerade an Satzkonstruktion arbeiten müssten. Also das ist, glaube ich, aus meiner Sicht kann man das sagen. Die Lernprogression im Leitermodell, hier unten habe ich ein Bild aus Australien eingefügt, aus dem Australian Curriculum, da sieht man das für Mathe, da sind links diese Indicators und dann kann man im Prinzip sagen, da geht es hier um Building Ratios, das ist also ein Mathe-Thema, auf welcher dieser Stufen steht das einzelne Kind gerade. Genau, die dienen eben der regelmäßigen Diagnostik, aber eben auch der Möglichkeit zur Selbsteinschätzung. Es geht da auch darum, dass Kinder selbst in der Lage sind, die jeweils nächste Leiterstufe zu erkennen und zu sagen, daran arbeite ich gerade.
Und das ist das mit den Bezugsnormen. Also bei mir im Kopf fangen an, sich so Teile zusammenzusetzen mit Dingen, die ich die letzten 15 Jahre gesehen habe. Und ich war vor 7, 8 Jahren im Rahmen eines OECD-Projektes an einer Schule in Saskatchewan. Das ist eine Schule mit sehr vielen, auch sehr bildungsbenachteiligten Kindern gewesen, zum Thema formatives Assessment. Haben wir da eine Fallstudie gemacht. Und das war total spannend, weil dann waren sie ganz stolz auf ihre digitalen Leseportfolios. Und dann hat mich ein Mädchen an den Computer geführt und hat gesagt, ich zeige dir jetzt mal mein digitales Leseportfolio. Und dann hat sie mir die Audiodokumente, die war in der 3., 4. Klasse, ja, die Audiodokumente vorgespielt. Dann hat sie gesagt, hör mal, wie ich vor 4 Monaten gelesen habe, hör dir das mal an. Schrecklich, oder? Und jetzt zeige ich dir mal, wie ich vor 2 Monaten gelesen habe. Hört sich schon viel besser an. Und daran arbeite ich gerade. Das ist jetzt mein Ziel für den nächsten Monat. Und das ist diese individuelle Bezugsnorm, also die individuelle Bezugsnorm, sich selbst als lernende Person wahrzunehmen und sein eigenes Lernen im Prozess auch erkennen zu können. Also das ist ja ein tolles Erlebnis, wenn man sagt, oh, ich bin eine lernende Person. Ich kann mich verbessern, wenn ich mich anstrenge und wenn ich übe und wenn ich Dinge wiederhole zum Beispiel. Genau, darum geht es. Es geht auch um das, was Carol Dweck den Growth Mindset nennt. Und wir wissen ja aus der Growth Mindset Forschung, dass es vor allem bildungsbenachteiligten Kindern einen starken Vorteil bringt. Den Leistungsstarken bringt es nichts, da erhöht es eher den Druck. Also so diese Vorzeige-Gymnasiastin, die alles eins hat, aber dann eine zwei. Also wenn man da den Growth Mindset reinlegt, das ist keine gute Idee, sagt die Forschung, weil dann wird der Druck noch höher und der ist ohnehin schon maximal hoch. Aber für bildungsbenachteiligte Kinder hat es einen richtigen Mehrwert, sich selbst so in diesem Lernverlauf wahrzunehmen. Genau, das habe ich jetzt eigentlich alles schon erklärt. Die Bedingung ist natürlich, dass Lehrkräfte in professionellen Lerngemeinschaften zusammenarbeiten. Und das ist natürlich durch unser Lehrerarbeitszeitmodell nicht hinreichend gedeckt, weil es ja nicht gelöst ist in Deutschland, das Problem. Wann findet eigentlich diese Teamarbeit statt? Ja, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir zumindest in Baden-Württemberg immer noch sehr viele Schulen haben, an denen das gar nicht geklärt ist, wann Lehrkräfte sowas überhaupt besprechen würden, was erforderlich ist, um Flexible Grouping und sowas überhaupt machen zu können. Genau. Ja, zu der digitalen Lernstandserhebung habe ich schon einiges gesagt. Wir haben jetzt ja Programme wie QWOP zum Beispiel in Deutschland, wird in Münster entwickelt, LeVumi wird jetzt bei uns von einigen Schulen vor allem mit sehr stark bildungsbenachteiligten Kindern genutzt. Aber im internationalen Vergleich stehen wir in den Kinderschuhen. Das würde ich Ihnen gerne auch mal politisch sozusagen mit auf den Weg geben, dass uns ja auch in Deutschland die Studiengänge fehlen. Wenn man sieht, im asiatischen Raum, wie viele Masterstudiengänge in Educational Technology, in Data Science gerade entstehen oder entstanden sind. Wir haben doch die Expertise überhaupt nicht in Deutschland, weil wir die Studiengänge gar nicht haben. Wir brauchen dringend Masterstudiengänge in Data Science und wir brauchen dringend Masterstudiengänge in EdTech, Educational Technology, weil diese Programme entsprechen nicht dem internationalen Standard, die wir haben. Die sind auch längst nicht so kindgerecht. Die Kinder in Australien und in Kanada, die ich gesehen habe, die haben gar nicht das Gefühl, dass sie getestet werden. Das fühlt sich für die an wie, wir spielen ein cooles Computerspiel. Aber am Ende wissen sie ganz genau den Lernstand in Mathe und in Deutsch. Ja, das fühlt sich nicht an wie eine Klassenarbeit, sondern das ist einfach, ja, ich habe es sogar in Australien gesehen, die hatten 4 Computer aufgebaut im Schulsekretariat. An so einer ländlichen Schule haben immer 4 Kinder nach Liste rausgenommen, die haben ihren Test gemacht und die anderen Kinder haben dann immer gesagt, wann dürfen wir denn? Wann dürfen wir denn endlich? Wieso darf ich denn nicht? Ja, also nicht so wie Klassenarbeit, sondern wirklich, das fühlt sich auch ganz anders an für die Kinder. Ja, das ist wirklich eine große Veränderung, die da stattfindet. Genau, das habe ich schon gesagt. Wir sehen hier auch einige Erfolgsbeispiele international. Ein schönes Erfolgsbeispiel ist der amerikanische Bundesstaat Mississippi für das Thema Lesen. Mississippi ist der zweitärmste Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Die haben eine sehr arme Bevölkerung dort, ja.
Und Mississippi hat in Klasse 3 ein Lesegate eingeführt. Das heißt, die haben eingeführt, dass alle Kinder bis Ende Klasse 3 flüssig lesen können müssen und dass die gesamte Förderung bis Ende Klasse 3 sich daran ausrichtet, an diesem Ziel. Und siehe da, Mississippi hat sich komplett abgelöst vom Trend der USA dadurch, dass sie die Förderung konsequent an der kriterialen Bezugsnorm und an diesem strategischen Ziel ausgerichtet haben. Das sind also Erfolgsgeschichten, die wir sehen. Genau, Eltern als Bildungspartner mit ins Boot holen, habe ich bereits gesagt. Und zum Abschluss von diesem Teil habe ich nochmal das nordische Modell mitgebracht. Das haben wir hier von unserer Partnerschule in Helsinki mitgebracht. Das ist die Ausbildungsschule an der Uni von Helsinki. Und da erkennt man vieles wieder, was ich jetzt auch für den kanadischen Raum vorgestellt habe. Das sind nämlich die Förderprinzipien, die uns mitgegeben haben. Jeder Schüler, jede Schülerin hat das Recht auf passgenaue Förderung. Die Förderung beginnt so früh wie möglich. Alle Lehrkräfte unterstützen alle Schülerinnen und Schüler. Also das ist weg von Frau Müller hat die Klasse 2a und Frau Meier hat die Klasse 2b, sondern Frau Müller und Frau Meier sind Team zweite Klasse, zusammen mit anderen Kräften, wenn man sie hat. Multiprofessionelle Kräfte werden einbezogen, Eltern als Partner und es gibt eine Förderung im Bereich sozial-emotionale Selbstregulation und Basiskompetenzen. Genau, das war der erste Teil und ich mache einen kleinen Ausblick noch auf Deeper Learning. Ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, aber Deeper Learning ist eben auch hochadaptiv. Wie hängt es zusammen? Sie bekommen die Folien und kennen es vielleicht auch schon, aber hier nochmal der Zusammenhang, wie das für mich zusammenhängt. Die Basiskompetenzen sind die Grundlage, um sich eigenständig Wissen aneignen zu können. Das heißt, wer die Mindeststandards nicht erreicht hat, der wird Schwierigkeiten haben, eigenständig sich Wissen anzueignen. Und das betrifft ja nicht nur Lesen, sondern das betrifft auch Zuhören. Weil letztens eine Kollegin von mir an der Uni Heidelberg sagte, na, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wenn die Kinder nicht lesen können, weil man kann ja auch YouTube-Videos anschauen. Aber der Punkt ist natürlich, wir wissen, dass die Kinder, die Probleme mit dem Lesen haben, auch die Kinder sind, die Probleme mit dem Zuhören und Verstehen haben. Das heißt, so einfach ist die Sache nicht, sondern da gibt es klare Zusammenhänge zwischen Lesen und Zuhören zum Beispiel. Also die Basiskompetenzen sind die Grundlage für den Erwerb von fachlichen Fähigkeiten. Und wenn wir fachliche Fähigkeiten verknüpfen mit 21st Century Skills, dann geht es in Richtung Deeper Learning. Und das würde ich Ihnen jetzt gerade einmal zeigen, erstmal an einem Beispiel aus einer Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg, die Hartschule in Durmersheim, die geht nur bis Klasse 10, ist eine Schule mit einer eher bildungsbenachteiligten Schülerinnenschaft und die haben sich aber trotzdem auf die Reise gemacht zu Deeper Learning. Ich muss gestehen, wir haben tatsächlich mit gymnasialer Oberstufe angefangen mit unseren Arbeiten. Uns wurden immer die Leistungskurse angeboten, wenn wir gefragt haben, ne? So Bio-Leistungskurs, Molekularbiologie, damit haben wir angefangen. Wir arbeiten uns runter, altersmäßig, in die Mittelstufe und sind bis Klasse 6 runter. Wir sind noch nicht in der Grundschule angekommen mit Deeper Learning, deswegen kann ich nicht viel zur Grundschule sagen. Aber hier die Hartschule in Durmersheim, Thema Klimawandel, Einführung in die Thematik Klimawandel. Ich zeige Ihnen gleich unser Modell. Dann die Forschungsschwerpunkte Klimaflüchtlinge, Veränderung der Flora und Fauna, Meeresspiegelanstieg und Extremwetterereignisse. Die Schülerinnen und Schüler durften auswählen, welches Thema sie bearbeiten wollten. Das nennen wir Voice- und Choice-Prinzip, also dass man eigene Entscheidungen treffen darf über sein Lernen. Und die authentische Leistung, die hier erarbeitet wurde, war eine Tagesschau-Sendung in den Hard School News, also in der Schultagesschau, eine Sendung mit 4 Videobeiträgen à 5 Minuten. Dazu gab es mehrere Zwischenschritte, also es mussten Videoskripten erstellt werden, mehrere Aufnahmen von den Videos gemacht werden, immer wieder Feedback nochmal überarbeitet, also wie im echten Leben, wo man auch alles nochmal überarbeitet, bevor man es dann sendet oder abgibt. Genau, aber das Ganze mündet eben in diesen authentischen Leistungen. Und das ist ja unser Modell von Deeper Learning, das basiert auf vielen internationalen Beispielen, die ich gesehen habe. Wir haben es aber für den deutschen Raum quasi neu konzipiert und auch neu zusammengesetzt aus verschiedenen internationalen Elementen. Also da sind Elemente von Singapur und auch Elemente von Kanada drin. Wir gehen davon aus, dass Deeper Learning, und ich mache es jetzt einfach deutlich, wie es mit Adaptivität zusammenhängt,
dass Deeper Learning von Lehrkräften im Team vorbereitet wird. Also nicht von einer Lehrkraft alleine, sondern von mehreren Lehrkräften. Das können Fachteams sein. Also das können drei Englischlehrkräfte sein, die sagen, also hier in Baden-Württemberg haben wir zum Beispiel Australien im Bildungsplan für Englisch Klasse 8. Wir machen Australien Klasse 8 in Englisch zu dritt, bereiten wir als Deeper Learning Einheit vor. Das kann aber auch eben interdisziplinär sein, so wie wir das gerade gesehen haben. Klimawandel ist ein interdisziplinäres Thema, dann kämen die Lehrkräfte aus verschiedenen Fächern. Wir gehen aber davon aus, dass die Lehrkräfte im Co-Design das Ganze vorbereiten und auch selber so ähnlich arbeiten, nämlich co-kreativ, wie später auch die Schülerinnen und Schüler arbeiten. Das sehen Sie gleich an dem Modell. Dann steigen wir ein in die erste Phase, Instruktion und Aneignungsphase. Hier geht es um den Aufbau eines Wissensfundaments. Wir sprechen nicht mehr von Erwartungshorizont, sondern von Wissensfundament. Die Schülerinnen und Schüler sollen ein sicheres Wissensfundament zu der Thematik bekommen. Also was ist Klimawandel, zentrale Konzepte, Begriffe, Theorien und so weiter. Für das Ganze wird auch eine digitale Plattform vorher von den Lehrkräften gestaltet und die Schülerinnen und Schüler können dort auf mehr Wissen zugreifen, als das Wissensfundament beinhaltet. Also sie können darüber hinausgehen. Wir haben das schon am St. Raphael-Gymnasium in unserem allerersten Deeper Learning-Projekt gesehen, Molekularbiologie Klasse 11, dass wir zum Beispiel englischsprachige Videos eingestellt haben, obwohl es kein bilingualer Englischkurs war. Trotzdem wurden die englischsprachigen Videos gerne angenommen. Thema Adaptivität, Begabtenförderung, Enrichment zum Beispiel. Nach oben ist so ziemlich alles offen bei Deeper Learning. Wir haben auch auf dem KARG-Portal einen Beitrag dazu veröffentlicht, den Sie lesen können, der ist frei verfügbar. Nach dieser ersten Phase geht man in die Phase der Co-Konstruktion und Co-Kreation. Hier arbeiten die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen zusammen. Diese Phase ist wiederum hochadaptiv, weil die Aufgaben eben sehr unterschiedlich sein können. Und das Ganze mündet in einer Phase authentischer Leistungen. Wir verstehen unter authentischen Leistungen Leistungen, die in der Lebenswelt wirksam und sichtbar werden, also die auch in die Lebenswelt eingreifen. Und hier nochmal ein Beispiel aus Nürnberg. Da hat Michael Fee, der sich mittlerweile habilitiert an der LMU München als Abgeordneter Lehrer über Deeper Learning im Deutschunterricht, der hat es am Scharrer-Gymnasium in Nürnberg umgesetzt mit seinem Kollegen zum Thema die Epoche der Romantik, Geschichte und Deutsch unter Einbeziehung von Musik und Kunst. Das Foto, was Sie sehen rechts, das ist ein Foto am Ende von Phase 1. Da haben die Schülerinnen und Schüler sich mit Plakaten eingeführt in die Epoche der Romantik durch Kurzvorträge. Das ist sozusagen die Ergebnissicherung am Ende von dieser Instruktions- und Aneignungsphase. Und das Ganze mündete auf der Nürnberger Burg im Festsaal der Nürnberger Burg mit der Abschlusspräsentation unter dem Titel »Ein romantischer Abend«, zu dem dann Karten verkauft wurden in der Schule. Und dort gab es eben die ganze Vielfalt an Schülerinnenleistungen, also Erklärvideos, szenische Darstellungen, musikalische Darbietungen, eigene Lyrik und Belletristik, künstlerische Darstellung und natürlich technischen Support. Ja, auch der ist erforderlich. Und das zeigt eben auch, wie adaptiv diese Art des Lernens ist, weil eben unterschiedliche Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedliche Wege gehen können durch so eine Deeper Learning-Sequenz. Wir sprechen auch von Lernpfaden. Genau, ich habe Ihnen hier nochmal die Hüte der Lehrkraft dazu mitgebracht und die Rolle von Lehrkräften in der Adaptivität. Da habe ich viel gelernt in Australien durch dieses Modell von James Nottingham, The Learning Pit, der ja sehr schön dargestellt hat, dass Lernen immer erstmal schwieriger wird, bevor es wieder einfacher wird. Also das ist ja quasi die Definition von Lernen. Wenn es nicht schwieriger wird, dann ist es kein Lernen. Ja? Dann bleiben wir in unserer Zone der nächsten Entwicklung und bewegen uns nicht. Und die Adaptivität besteht eben darin, und das passt jetzt auch zu dem Anfang meines Vortrags, Schülerinnen und Schüler immer wieder durch dieses Loch auch zu führen und ihnen auch bewusst zu machen, dass sie da durch müssen und dass erst, wenn man am anderen Ende rauskommt, tatsächlich auch man auf diesem höheren Niveau steht. Und das geht nun mal häufig auch mit Anstrengung und auch der Überwindung von Schwierigkeitsgraden einher. Genau. Ich springe zum Abschluss. Hier ist nochmal das Deeper Learning Persönlichkeitsmodell. Da orientieren wir uns an Valmeta und Sarah Fine.
Die sagen Mastery, also aus dem Wissen können machen, Kreativität, die Welt gemeinsam gestalten und Identität im Lernprozess, eigene Talente und Interessen auch entdecken können und erkunden. Also das ist sozusagen die Idee von Deeper Learning. Hier sind unsere Qualitätsstandards und unser Fachbuch und das Workbook, das steht kostenfrei im Internet, weil uns die Telekom-Stiftung netterweise die Stelle finanziert hat. Deswegen kann man das als PDF runterladen. Genau, und zum Abschluss würde ich einmal noch auf die Rahmenbedingungen von dem ganzen Thema Adaptivität zu sprechen kommen, weil es geht leider, glaube ich, nicht ohne eine konsequente Orientierung am Leitbild der kooperativen Professionalität. Wir sehen auch unten, da bin ich auch bei Hetty drüber gestolpert, wie hoch die Effektstärken sind für kollektive Wirksamkeit. Wir reden ja in Deutschland seit vielen Jahrzehnten über Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit von Lehrkräften, aber die Effektstärken sind besonders hoch für kollektive Wirksamkeit von Lehrkräften, also nicht individuelle, sondern kollektive Wirksamkeit von Lehrkräften. Lehrkräfte, die gemeinsam im Team oder im Schulkollegium daran glauben, dass sie gemeinsam den Unterschied machen können für das Lernen der Schülerinnen und Schüler, die haben nachweislich eine hohe Effektwirkung auf Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern, also eine der höchsten gemessenen Effektstärken. Und links das Modell finde ich ganz wichtig, weil es auch zeigt, dass wir diesen Weg dahin nicht überstürzen und auch nicht erzwingen können. Das ist von Hargreaves und O'Connor, die haben das veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt. Wenn Sie eine Koexistenz haben, das heißt, wenn Lehrkräfte nebeneinander her existieren, dann können Sie weder die Präzision in die Arbeit reinbringen, die Sie sowohl bei dem ersten Beispiel als auch beim Deeper Learning gesehen haben, noch bekommen Sie das Vertrauen rein. Das heißt, das Ganze bewegt sich auf der Achse zwischen Präzision und Vertrauen, professionellem Vertrauen. Wenn Sie die Präzision erzwingen, ja, über Druck und über Top-Down-Steuerung, dann bekommen Sie das Vertrauen nicht rein. Und dann kann es nicht gelingen, dieser Prozess. Wenn Sie allerdings auf die Präzision verzichten und nur am Vertrauen arbeiten, dann haben Sie unten rechts die informelle Kooperation. Das sind diese Kollegien, wo alle sich super verstehen und sich auch gerne mögen, aber man nicht in der Lage ist, wirklich präzise an diesen Arbeitsprozessen gemeinsam zu arbeiten. Das heißt, das Ziel muss der Quadrant oben rechts sein und den erreichen wir nur, indem wir an Vertrauen und Präzision gleichzeitig arbeiten. Und ich glaube, das lässt sich eben nicht erzwingen, sondern das ist auch ein kultureller Wandel, wo man einfach einen Fuß vor den nächsten setzen muss. Und das wird einfach auch dauern, bis wir dahin kommen. Wir dürfen nur jetzt sozusagen, wir müssen diesen Weg jetzt einschlagen. Und das Ganze findet jetzt eben in einem Zeitalter der datengestützten Schulentwicklung statt. Hier haben Sie auch ein Foto von der Reise im Oktober, den Data Room einer Schule. War für mich auch komplett neu. Frau Prien war ja auch in diesem Raum. Wir wurden in diesen Raum geführt, ne, mitten in so einer großen Highschool, 1600 Schülerinnen und Schüler in Calgary, so ein 20 Quadratmeter Raum mitten in der Schule. An der Tür steht Data Room. Ja, ich dachte, was ist ein Data Room, bitte schön, kenne ich auch noch nicht, obwohl ich schon viel gesehen habe. Das ist einfach ein Raum mitten in der Schule, da treffen sich Lehrkräfte in unterschiedlichen Konstellationen und Teams, um über Daten zu diskutieren, ja, data informed, not data driven, sagen die Kanadier, und daraus gemeinsam Schlussfolgerungen abzuleiten. Und hier an der Wand hängen die Daten Our School Wellbeing School Survey 22-23, der da ausgewertet und diskutiert wurde an der Schule. Genau, und das war's von mir. Wir sind auf dem Weg zum lernenden Schulsystem. Weil wir im Norden sind, habe ich Ihnen das Segelboot mitgebracht, das hier gestern fast am Fenster vorbeigefahren ist, da fuhren immer Schiffe vorbei, als ich ankam, war ganz cool. Genau, und genau, wir arbeiten an einem Buch, das noch nicht ganz fertig ist, was genau dieses Thema auch zum Inhalt hat, das lernende Schulsystem, aber für die, die gerne lesen, habe ich hier ganz viele Links eingefügt von Texten von uns, die im Internet frei verfügbar sind. Vielen Dank. Applaus